Hi ihr Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Soul Mask. Im letzten Part haben wir versucht, uns den Papageien zu fangen, beziehungsweise den Papageien haben wir sogar gefangen. Wir konnten nur den Truthahn nicht fangen. Ich bin dann ein bisschen im Off im Spiel gewesen, habe dann mal was hingemacht und das schauen wir uns auf jeden Fall gleich auch an. Und was ich auch noch gerne anmerken möchte, bitte abonniert doch meinen Kanal, denn 65% von euch tun das nicht und ihr würdet mich damit auf jeden Fall sehr unterstützen. Wie dem auch sei, wir gucken jetzt ins Spiel. Viel Spaß und let's go! Ja, meine Lieben, ihr fragt euch bestimmt, wo ich jetzt gerade hier bin, denn dort haben wir nicht aufgehört. Ich bin hier fast einen Kilometer weit weg von meinem ursprünglichen Leuchtfeuer und wie ihr schon sehen könnt, habe ich mir hier an dieser Stelle ein neues Häuschen gebaut. Das ist jetzt noch nicht ganz fertig. Da wurschtel ich auf jeden Fall noch dran rum. Wir sind jetzt hier bei dem See auf dieser kleinen Insel und ich bin da nachts hingekommen und es war einfach nur so überkrass schön, dass ich mir gedacht habe, boah, da möchte ich gerne hinbauen. Ich weiß nicht, ob ihr die Stelle bei Nacht kennt. Ich werde es euch auf jeden Fall zeigen, wenn es soweit ist. Wir haben es jetzt 2, also so lange wird es nicht mehr dauern. Und dort hinten direkt auf der Insel sind auch Ausgestoßene, deswegen habe ich mir natürlich für hier jetzt auch 2 neue gefangen. Die sind gerade dabei, dass die Anerkennung steigt und dann werde ich sie natürlich auch Holz holen gehen für das Leuchtfeuer. Ich meine, ja, ihr seht schon, es ist jetzt nicht so geil. Ich habe jetzt auch das Leuchtfeuer hier reingemacht. Hier fehlt mir auch noch eine Wand, die ich machen muss. Ich weiß gar nicht, kann ich mit dir gerade machen? Ja, ich könnte mir sogar eine machen. Dann machen wir das jetzt doch mal, damit hier auch zu ist. So, und sonst, aber glaube ich, fehlt nichts. Das ist jetzt auch nur so ein kleines Zwischending, damit wir einfach mehrere Optionen haben und wir uns auch einfach mal hier so in der Gegend umschauen können. Denn hier haben wir ja zum Beispiel auch gleich dieses Fragezeichen, dann haben wir noch hier die mysteriöse Ruine, wo wir vorbeischauen können. Genau, und das ist eigentlich so der Plan für heute. Jetzt würde ich nur gerne kurz noch warten, bis die 2 hier fertig sind mit der Anerkennung. Und dann würde ich auch losdüsen. Hier haben wir auf jeden Fall auch genug Lehm. Das können die dann mal abbauen. Und ich habe jetzt hier auch noch keine Werkbänke. Da muss ich halt dann einfach mal gucken, inwieweit ich welche brauche. Was mich interessieren würde, wäre, ob ich irgendwie reisen kann. Also, ob ich quasi von der Base zur anderen düsen kann oder irgendwie nicht. Wenn ihr da Bescheid wisst, dann schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare. Und genau, was kann ich denn machen? Ich könnte in der Zeit eigentlich ein bisschen Lehm abbauen. Für euch wird es jetzt eine Sekunde dauern, für mich ein bisschen länger. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, wir sind jetzt eigentlich so weit, dass ich sie rekrutieren könnte. Jetzt habe ich natürlich wieder nicht dran gedacht, dass ich sie gar nicht rekrutieren kann, weil ich die Anzahl der rekrutierbaren Stammesmitglieder erreicht habe. Daher auch meine Frage an euch, was muss ich denn machen, damit ich irgendwann mehr Stammesmitglieder rekrutieren kann? Die 2 sind also quasi für den Arsch. Ich habe aber gesehen, ich könnte meine anderen herholen und vielleicht ist das auch der Plan, dass ich tatsächlich wirklich alles dann hierher holen werde im Off und wir uns eben hier die neue Basis aufbauen, weil wir ja tatsächlich eigentlich hier im Süden schon soweit alles gesehen haben und ja, wenn ich mich dann hier nicht herporten kann, dann macht es ja auch keinen Sinn, dass die 3 da unten bleiben. Das heißt, das werden wir tun. Das mache ich dann aber im Off und ja, jetzt ist, glaube ich, gerade Nacht geworden und noch sieht man nicht das, was ich gemeint habe. Das heißt, da müssen wir noch ein bisschen abwarten und dann möchte ich aber auch eigentlich die Nacht überspringen, damit wir am Tag zu neuen Abenteuern aufbrechen können. Leute, ich bin jetzt gerade mal zurück zu meinem alten Haus oder zum ersten Haus und wollte gucken, was ich mit den Stammesmitgliedern machen kann. Und dann bin ich auf sie hier und habe auf Kontrolle geklickt und plötzlich spiele ich sie und ich sitze hier. Das finde ich total witzig. Jetzt weiß ich nicht, wie geht das wieder zurück? Hier auf Kontrolle. Oder? Ja, jetzt bin ich wieder ich. Das ist ja witzig. Aber was bringt mir das?
Keine Ahnung. Kann ich die nicht dazu bringen, dass sie mir irgendwie folgen oder so? Oder dass ich sie quasi rüberbringe in meine neue Base? Oder wie kann ich das am besten anstellen? Ja, schade, Leute. Diese Nacht war es leider nicht so, wie es in der anderen Nacht war. Aber keine Sorge, das werden wir auf jeden Fall noch sehen. Jetzt ist die Frage, was mache ich denn mit denen hier? Vielleicht dann tatsächlich einfach das? Macht ja keinen Sinn. Dann nehmen wir jetzt das, was sie im Inventar haben. Und gehen mal auf die Suche. Und zwar zu dieser mysteriösen Ruine, die dort ist. Da machen wir mal eine Markierung und dann stürzen wir uns los ins Abenteuer. Ich bin echt gespannt, was jetzt da auf uns zukommt. Ob da auch wieder sowas ist für die Maske oder was da so lauert. Und wen haben wir hier? Was bist denn du? Nichts Besonderes. Schauen wir mal, kann ich da nicht drum rumlaufen? Vielleicht hier so lang? Aber das ist manchmal so dicht, dass man einfach echt nichts sieht. Ah, da ist sie ja schon. Das ist nah an unserem neuen Zuhause, nicht wahr? Und da sind natürlich auch wieder Ausgestoßene. Hi. Komm her. Ich tu dir nichts. Oder vielleicht doch? Ich tu dir doch was. Ach, scheiße. Na los, wir müssen den jetzt erstmal loswerden. Was scheißen. Nein, das war so nicht geplant. Nein, heil dich, komm. Nein, hör auf, mich zu hauen. Steh auf, Mädel. Komm. Du sollst aufstehen. Jawohl. Nein. Ah. Okay, okay. Klappt ganz gut. Komm her, du. Okay. Dann haben wir uns tatsächlich doch noch den Arsch gerettet auf gut Deutsch. Wir verbinden uns aber nochmal und ich denke, essen muss ich vielleicht auch nochmal was. Aber dann passt es. So, dann haben wir ja nur noch die Alte da hinten. Na los. Okay. Das ist auch erledigt. Und dann können wir ja direkt mal hier zur Kiste schauen. Was Gefahr in der Nähe? Wo? Ach, da drin. Mhm, na gut. Hallo, Gefahr. Oh, jetzt liegen wir beide. Aber ich kann mich verbinden und er nicht. Dann können wir da weiter looten und jetzt stehen wir auch wieder einwandfrei. Genau, und hier ist dieses Ding. Erforderliche Bewusstseinsstärke 5 und wir brauchen aber den grünen Kristall dafür. Ja, ich denke, dass wir den natürlich in einem der Kisten finden werden, also hoffe ich zumindest. Schauen wir doch mal, was hier so drinnen ist. Ja, easy. Haben wir unseren Kristall auch. Dann gehen wir hierher. Und wir können, ich weiß nicht, auch nichts machen hier. Hä? Aber Interaktion. Ich habe doch alles wiederhergestellt. Verstehe ich nicht, warum ich jetzt hier nichts machen kann. Naja gut, dann schauen wir uns halt die Kiste noch kurz an. Da haben wir auch coolen Stuff. Ich möchte doch damit interagieren. What is happening? Ja Leute, irgendwie geht's nicht und ich kann euch nicht sagen, warum das so ist. Naja, aber dann haben wir tatsächlich die Ruine ja jetzt auch schon erkundet. Wir haben jetzt noch auf der Seite dieses Fragezeichen. Und lasst mich mal kurz überlegen. Waren wir hier schon? Oder dort? Ich glaube halt tatsächlich auch nicht. Deswegen schauen wir halt, was da so auf uns wartet. Warum auch nicht? Wir haben ja Zeit. Und dann bin ich mal gespannt.
Irgendwas muss ja jetzt mal auf uns zukommen, so ein bisschen abenteuermäßig. Was ist denn das? Ach, ein Affi. Guck mal an, hier sind Affen. Das ist ja geil. Affenlagernest. So, ey, cool. Wisst ihr was? Ich klaue denen jetzt alles. So schaut's nämlich aus. Dann kann ich doch bestimmt hier auch mal einen Affen fangen. Wie geil ist das denn? Das müssen wir uns auf jeden Fall merken, dass da die Affen sind. So, und dann einmal dahinter. Ja, am besten ich laufe vielleicht hier so um den Berg rum. Hätte ich jetzt gesagt. Das scheint mir der kürzere Weg zu sein. Oh nein, und irgendwas ist schon wieder an uns dran. Komm schon. Okay, es war natürlich mal wieder an uns dran. Wir nehmen mit, was wir kriegen können. Und wir haben auch nicht mehr weit. Tu mal bitte deine Waffen rausholen. Und jetzt schauen wir mal. Was gibt's denn da? Noch 72 Meter, dann müssten wir eigentlich da sein. Entdeckt uralte Ruine. Und da ist wieder so eine. Die sind aber nicht so schwer. Verbinden müssen wir uns aber trotzdem. Ich habe nämlich auch keine Rüstung mehr an. Das heißt, ich muss mir da auch erstmal wieder neue machen. Was aber wahrscheinlich sehr sinnvoll ist. Da ist noch einer. Machen wir den halt auch gleich weg. Oh, zwei. Okay, kein Thema. Kriegen wir irgendwie hin. Jawohl. Easy. Ach so, hä? Du sollst doch bitte dein Messer nehmen. Okay, cool. Dann müsste hier ja auch eine Kiste sein. Genau. Uraltes Relikt, meine ich. Was haben wir denn hier? Scharfes Horn. Federn. Sonnenstein. Türkisstein. Kommt natürlich alles mit. Nice. Haben wir das auch erledigt? Eigentlich müsste ich mir markieren, was wir schon alles gemacht haben, sonst komme ich bestimmt durcheinander. Aber okay. Dann setzen wir uns jetzt hier noch die Markierung und gehen einfach gleich mal weiter. Ist ja auch eigentlich quasi ums Eck. Hier haben wir ein Lager. Ist auch gut zu wissen. Die werden wir natürlich auch erstmal loswerden müssen. Wow, mit was haut er denn da um sich? Oh shit. Muss mich mal wieder heilen. Komm, komm, steh auf, Mädel. Nein, hau nicht. Steh auf, komm. Wann steht sie auf? Jetzt. Nein, verbind dich nicht. Oh, Junge. Du bist so doof. Du sollst mich in Ruhe lassen. Was tut sie denn? Ah. Oh, puh, das war mal wieder knapp. Also mit mir erlebt man immer irgendwelche komischen Sachen. Habt ihr schon gemerkt, oder? Dann haben wir hier noch das. Und die Kiste. Mit leckerem Zeug. Dann werden wir natürlich gleich wieder hier eine Markierung erstellen, dass wir wissen, dass da Leutchen sind. Und weiter zu dem, wo wir eigentlich ursprünglich hin wollten. Können wir ja einfach hier mal durchs Wasser düsen. Und da ist wahrscheinlich auch wieder so eine Relikttruhe. Würde ich mal schätzen. Das heißt, wahrscheinlich sind da auch wieder irgendwelche Feinde. Ja, es sind wieder die Tapir. Uralte Ruine entdeckt. Na, dann kommt mal her. Das ist sehr schön, wenn die alle auf einem Fleck stehen. Das macht es nämlich viel einfacher. So. Wunderbar. Wo ist die Kiste? Okay, das Übliche also. Haben wir das erledigt? Also, wir waren hier, wir waren dort, wir waren hier oben. Dann fehlt uns noch das da. Und das ist alles ziemlich nah aneinander. Hier hinten sieht es auch aus wie so ein cooler Fleck, wo man schön bauen könnte. Aber das ist jetzt erstmal nicht das Problem, denn wir haben ja gerade ein Zuhause. Und wer ist da? Ach,
wieder so ein Eber. Und da müssen wir uns gleich wieder verbinden. Das macht ja sonst keinen Sinn. Und ich muss eigentlich unbedingt meine Waffe reparieren, Leute. Jetzt hat mich schon wieder irgendwas im Visier. Okay, der war easy. Ja gut, ich habe ja immer noch den Speer dabei und zur Not nehmen wir halt den. Da unten ist ein Truthähnchen. Ich würde gern da lang laufen, glaube ich. Auch einfach mal hier die Seen so anschauen. Irgendwo gibt es ja Piranhas, aber das hatten wir ja, glaube ich, das letzte Mal schon angesprochen. Was ist das? Ach so, du bist so einer. Okay. Ach ja, und da haben wir es auch wieder. Ein uraltes Relikt. Beziehungsweise eine uralte Ruine. Na los. Da kommt der Nächste. Ha, laufen wir mit dir im Kreis, Junge. Oh, ach, ist doch nicht dein Ernst, dass er mich jetzt erwischt hat. So kurz davor. Oh nee, der macht mich jetzt noch platt, oder was? Nee, das glaube ich aber nicht. Komm, krabbel weg. Steh auf, meine Mädchen. Komm. Ja. Und jetzt sind tatsächlich meine Dinger kaputt. Ah, das war's ja eh schon. Haben wir das noch erledigt? Wo sind denn die anderen hier? Cool. Einmal zur Kiste mit uns. Und alles mitgenommen. Sehr schön, haben wir das auch. Ja, dann haben wir alles schon wieder, was es hier so gab, ne? Das nächste wäre jetzt das hier oben. Kann man ja einfach auch gleich mal markieren. Aber vielleicht sollten wir zuerst nach Hause und da müssen wir in die Richtung. Ja, ich glaube tatsächlich, dass hier im Dschungel vielleicht gar nicht so viel ist, was man irgendwie machen kann. Zumindest habe ich so den Eindruck. Ich meine, klar, jetzt haben wir die Affen gefunden. Die können wir natürlich auch züchten und so. Oder fangen. Aber das war's auch schon. Dann schwimmen wir halt ein bisschen hier lang. Ja, das Haus sieht jetzt gerade noch kacke aus. Da muss auf jeden Fall noch angebaut werden. Und ihr, wie gesagt, schreibt mir doch bitte in die Kommentare, wie ich meine Stammesmitglieder jetzt hierher bekomme. Ja, okay, Leute, dann lasst uns doch jetzt nochmal zu der Markierung gehen, die wir gerade gesetzt haben. Und schauen, was da ist, ob da auch wieder so ein uraltes Relikt ist. Hier ist übrigens das Lager, was ich gemeint habe, auf meiner Insel, aber die tun eigentlich nichts. Und dann hoffe ich, dass wir demnächst jetzt dann irgendwie mal was Cooles erleben. Ah, hier ist auch wieder ein Nest von Truthähnen. Dann klauen wir mal die Eier. Tut mir leid. Ah, das sieht aus, als wäre es ein bisschen größer. Wahrscheinlich ist es aber wieder nur die uralte Ruine. Ja, na klar. Okay. Ah, scheiße, das wollte ich eigentlich gar nicht machen. Hallo, kannst du ihn bitte angreifen? Ah, shit, jetzt sind sie alle da. Nein, 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 nein. Das möchte ich nicht. Das ist nicht der Plan. Oh, der kommt hier hoch. Ja, dann sollte ich da vielleicht runter. Ist irgendwas, wo er nicht raufkommt? Hallo.
Wieso geht sie denn da nicht hoch? Steht schon wieder kein Mensch, ne? Kletter da hoch. Na, also geht doch. Aber jetzt liege ich hier tot rum? Hä? Macht nichts. Wir sind ja gleich wieder da. So. Todespaket aufsammeln. Und dann können wir die... Ja, von hier oben auch, glaube ich, irgendwie erwischen. Zumindest so teilweise. Ah ja, bei ihm geht es, glaube ich, besser. Oder auch nicht. Jetzt hauen sie ab. Aber doch nicht mit uns. Hä? Abhauen gibt's nicht. Wo ist denn der andere eigentlich hin? Na da. Hat er sich geheilt? Ha, wie gemein. Okay. Geschafft. Ganz knapp, aber wir haben's. Wo ist denn hier die Kiste? So. Wirklich toll. Dann haben wir ja ganz viele von diesen grünen Dingern gesammelt heute. Und was habe ich denn? Ich habe immer noch Bewusstseinsstärke 14. Ich muss irgendwie jetzt mal aufsteigen, damit ich mir den ganzen anderen Kram machen kann. Jetzt nehme ich zuerst nochmal hier die beiden mit. Und wo war denn der andere gelegen? Weiß ich nicht mehr. Gut. Ja, und sonst haben wir ja tatsächlich einiges geschafft. Ja, aber gut, was heißt einiges geschafft? Wir sind ja eigentlich nur die uralten Ruinen abgeklappert. Und das nächste ist dann schon hier. Da werden wir uns mal den Punkt hinsetzen. Aber ja, das heißt, im Prinzip haben wir jetzt hier schon den ganzen Kartenabschnitt abgeklappert. Barbarenkaserne, Wächter Feuersteinstamm, Westregenwaldspeer. Ja, okay. Dann ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir dann im nächsten Part hier zur Barbarenkaserne gehen und uns die angucken. Und vielleicht schaffen wir dann auch noch die anderen. Dann aber, meine Lieben, würde ich sagen, beende ich den Part an der Stelle. Hat mich wieder super gefreut, dass ihr dabei wart. Leider war der Part heute meiner Meinung nach ein bisschen langweilig. Aber gut, solche muss es halt auch geben, sonst kommt man ja nicht vorwärts. In dem Sinne, Leute, ich wünsche euch einen schönen Abend. Und PS, was ich noch ganz, ganz dringend sagen wollte, joint unserem Discord-Server bzw. meinem. Hier haben wir auch eine absolut krasse Soulmask-Community. Wir spielen auch aktiv bzw. da wird auch aktiv gespielt. Wir haben auch unseren eigenen Soulmask-Server. Also nicht verpassen, joint unserem Discord. Bis dann. Bye.